Tag, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen bei Doppelklick. Heute werden wir über Fotos sprechen. Ja, Sie haben recht, wir haben schon mal eine Sendung gebracht zum Thema Bildbearbeitung. Heute sprechen wir über das Verwalten, das Hochladen und das Freigeben im Internet der Fotos. Und dazu habe ich geladen unseren Fotoprofi Anne Arnold. Hallo Alex. Ich habe es ja gerade gesagt, wir hatten ja schon mal eine Sendung dazu und die ersten Schritte sind eigentlich ziemlich leicht. Genau, erster Schritt ist Fotos von der Kamera auf den Rechner bringen. Ein kleiner Tipp dazu ist, man kann gleich die Bildverwaltung nehmen, das ist Picasa. Mhm. Die hilft beim Importieren, das ist das Importfenster. Und das Gute daran ist, die erkennt, wenn Fotos bereits auf dem Rechner sind und lädt keine Duplikate hoch. So spart man sich ein paar Doppelaufnahmen. Ja, mhm. Hier sind alle Fotos neu und darum lade ich sie. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was für Fotos du hoch... Ah, da sehe ich mich schon. Eine Gruppe, so jetzt werden die eingeladen. Und der nächste Schritt ist also, ich verwalte die Fotos auf einen Rechner. Weil man hat gerne mehrere 10.000 Fotos, wenn man viel fotografiert, mit Handys, mit Digitalkameras. Und darum ist diese Verwaltung auch ganz gut. Mhm. Die kann Fotos nach virtuellen Alben, in virtuellen Alben zusammenfassen. Also zum Beispiel Sommerurlaub, Betriebsausflug, irgendwas dergleichen. Die ich aber benenne. Genau. Mhm. Ich kann Tags vergeben, das sind Stichworte. Der Vorteil dabei, diese Stichworte, zum Beispiel Betriebsausflug, Urlaub, werden im Foto gespeichert. Und auch wenn ich die Bildverwaltung nicht mehr benutze oder die Fotos weitergebe, diese Information, dieses Stichwort, dieser Tag bleibt darin gespeichert. Und ist auch mit anderen Bildverwaltungen nutzbar. Ah, okay. Das ist also ganz gut. Und was hier relativ neu ist, ist eine Gesichtserkennung. Die guckt, wer ist denn auf den Fotos und zusammensammelt. Die kann man rechts unten über Personen zusammensortieren und da hat er schon erkannt, Gesicht Nummer 1, das taucht nochmal auf und hier eine ganze Reihe von Gesichtern und fragt, wer ist das? Und dann muss ich in der Regel einmal bei jetzt mir meinen Namen eingeben und dann werden alle anderen Fotos dazu. Alle, die du auf dem Rechner hast. Und wo ich drauf bin. Werden alle gebündelt in deinem Ordner Anne Arnold. Genau. Ah, und gucken. Das ist Anne Arnold mit Vollbart? Okay. Also, wenn nicht... Das musst du mir mal zeigen. Genau. Fragt er, wer ist denn das? Da sage ich, das ist der Arne. Mit E-Mail-Adresse direkt? Genau. Mach ich mal weiter. Das ist die... Und zieht er sich die jetzt da rein? Sind die schon in dem Ordner oder... Die werden jetzt auf der linken Seite hier zusammengefasst. Aha. Da hat er bisher erst mich einmal erkannt, das andere mit dem Vollbart mag er noch nicht. In der Regel flutschen dann alle mit dazu. Okay. Ah, genau, hier, da fragt er gleich bei dem, ist das Anne Arnold? Da. Das bist aber nicht du, oder? Das bin ich. Das hat er erkannt, das hätte ich ja so nicht erkannt. Ja, wenn man das Bild im Ganzen sich anschaut, dann wird es einfacher. Okay, ja, das bist du. Ja. Auf dem Kilimandscharo. So. Mhm. Und auf diese Weise kann man dann die ganze Sammlung durchsuchen lassen. Und wenn man mal ein Bild braucht von der Alexandra, dann klickt man einmal auf Alexandra und bekommt alle Fotos angezeigt. Sind das die angepassten Dateinamen oder war das was anderes? Das sind auch Tags, allerdings dieser Namenstag, der wird nicht im Foto gespeichert. Und das ist eigentlich auch ganz gut, das ist also ein bisschen Privatsphärenschutz. Wenn man ein Foto mal weitergibt, dann muss ja nicht unbedingt auch immer der Name dabei sein. Okay. Man kann es auch im Foto speichern mit einem Extra-Tool, aber ich empfehle es nicht unbedingt. Welche Bildbearbeitungsschritte sind nötig? Bevor ich es hochlade? Ja. Also zwei Sachen sollte man sich immer angucken. Das eine ist einen Ausschnitt raussuchen, wenn die Person, die ich zeigen möchte, irgendwo ganz klein in der Mitte ist und alle Hintergrund ist ganz groß, dann einfach kurz aufzoomen, ausschneiden, damit das, was wichtig ist, auch groß zu sehen ist. Mhm. Und ansonsten noch eine Einklickverbesserung mal ausprobieren. Das macht das Foto in der Regel auch besser. Und dann kann man schon hochladen ins Internet, um es den Freunden zu zeigen. Das hatten wir ja auch schon mal, diese Einklickverbesserung. Die Einklickverbesserung ist immer ein guter Versuch. Das ist geblieben, weil das geht ganz schnell und wir haben heute alle keine Zeit. So, jetzt haben wir alles vorbereitet. Ja. Wie kann ich es im Internet veröffentlichen, sodass es alle sehen? Würde ich drei Dienste empfehlen. Das eine ist der Dienst, der an Picasa angeschlossen ist, Google Webalben. Da markiere ich einfach ein Foto, nehme ich das, was ich schon habe, und unten gibt es in Webalben hochladen. Ja. Und dann kommt ein neues Dialog, kann ich ein Album anlegen, wie das dann auf meiner Internetseite in diesem Fotoalben zusammengefasst wird. Kann das ein bisschen komprimieren, kann Freunde einladen, die es sehen dürfen oder sagen, es ist nicht öffentlich, hochladen und schon ist die Sache gegessen. Die müssen aber dann auch Picasa haben? Nein, die müssen das nicht haben. Die bekommen einen Link und den Link klicken sie an und bekommen dann die Internetseite. Ah, interessant. Ah ja, und dann hätten wir natürlich noch Facebook, klar, braucht man nicht erklären, oder? Genau. Was würdest du dann als drittes noch empfehlen? Microsoft Live, der Grund, die haben 25 GB Speicherplatz, die ich für Fotos nutzen kann. Okay.
Wollen wir das noch kurz zeigen oder dauert das zu lange? Das ist schon die Seite, die ich aufgerufen habe hier. Wenn man da Fotos hinzufügen klickt, ist das Besondere, das ist also die Internetseite von Live, dass ich die Fotos per Drag and Drop auf die Seite ziehen kann. Und also nicht hier dieses Durchsuchen muss ich nicht unbedingt machen, kann die einfach aus dem Explorer rüberziehen und schon ist der Käse gegessen. Zack, auch wieder schnell, zack, zack. Vielen Dank. Also wenn du kommst, dann gibt es immer sehr wertvolle Tipps für alle, die berufstätig sind und nicht viel Zeit haben, aber trotzdem der Welt da draußen mitteilen wollen. Schaut mal, ich habe so viele tolle Fotos gemacht und da schließe ich mich sehr gerne an. Vielen Dank, Anna. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.